Ja. Mein Anwendungsfall heute war, ich wollte Doku schreiben und unsere Doku basiert auf Restructure-Text und da kann man relativ schlecht Grafiken drin einbinden und dann wurde mir ein Tool namens ASCII.io empfohlen. Moment, ich zeige euch doch noch das nochmal größer. Das heißt so, ich tue einen Link ins Wiki. jetzt kann man hier so schöne Boxen machen. Und diesen Boxen kann man... Oh yeah. Titel geben. Dann kann man hier noch eine Box machen. Und sie verschieben. Kann das auch den Style von RFCs für so ASCII-Dinger? Ich wette, das ist kompatibel damit. Aber es hat die Boxen nicht automatisch kombiniert. Das, Moment. Und die bitte schön richtig als Box machen. Hallo, kann ich die jetzt hier vergrößern? Du musst rechts unten, dass der Größerzieher. Enable Auto Shrink. So. Jetzt möchte ich die mit einem. Oh, cool. Den kenne ich noch nicht. Den gibt es bei mir auf Arbeit nicht. Oh yeah. Den tue ich ja dran. Connecten. Wie ging das? Connector. So. Dahin. Connector muss man treffen. Den Connector? Da gibt's. Ach, stimmt, genau, richtig, ja. Diesen hier, ne? Ja, genau. Was passiert, wenn du den irgendwie. Ja, jetzt habe ich alles. Genau. Jetzt beweg mal die Box. Oh! Nein! Nimm mal deinen Raum voll, wenn es geht. Das ist ein Pixel und sie bewegen sich. Und es kann auch sowas wie Mainframes. Oh, kann ich ihm eigentlich einen Titel geben? Mainframe. Okay. Oh, sehr gut. Toller Titel. Oh, mit Fire habe ich schon schlechte Architekten. Oh, er macht tatsächlich ein bisschen. Pup. Oh. Ja. Und ich kann ihm irgendwie auch sagen, dass. Ah, genau, Allow Diagonals. Oh, das nee, hier oben. Das Ding nimmst und einmal rundherum schiebst. Ja, genau, was passiert, wenn du den auf die linke Seite, warum? Wenn du nicht auf die rechte attached? Warum geht denn das hier und da nicht? Er ist nach links attached. Ich will es gerne nochmal sehen. Okay, schieb mal den Mainframe nach rechts. Andersrum, den Mainframe. Rechts. Oh. Das ist ja geschummelt. Und wenn du. Das Problem ist so ein bisschen, wenn du hier so eine Box hintust, dann ist die halt irgendwie im Weg. Dann kannst du bestimmt sagen, sowas wie. Split Arrow? Geht sowas? Ich benutze das erst seit. Heute. Enable Border Connection? Nee, wie war denn das? Ich habe das irgendwas aus Versehen eingeschaltet und dann hat er das... Kann man das für Routing nutzen? Egal. Ich habe mir dann so beholfen, dass ich hier einen Append Section benutzt habe. Und dann hat man so einen weiteren... einen weiteren Anfasser, den man dann... dahin schiebt. Sag mal, los hier. So. Meine Maus ist nicht so ganz toll hier auf diesem Laptop. Und dann kann man den hier so rumschieben, rumziehen, whatever. Dahin, wo man ihn haben will. So. Und ganz wichtig ist natürlich ein Dilbert. So, okay, ich möchte diese tolle Grafik jetzt in meine Doku einfügen. Und speichere sie als file.txt. Anwendungen sind so blöd. Tada! Ja. Genau. Kann der Unicode zeichnen? Also, wenn es ASCII.io, vielleicht geht UTF-8.io. Unicode.io. Weil du die Weibcharakter hast, geht alles kaputt. Hast du Hash gedrückt? Kann Unicode, ja. Ich würde das anders lösen. Nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es sind letzte 1 inkludiert. Nein? Oh doch. Aber warum?
Egal. Nächstes Mal. So, dann habe ich ein ähnliches Tool gefunden, dass das den gleichen Ansatz hat, nur dass man daraus Grafiken generieren kann. Das nennt sich DITAR, Diagrams Through ASCII Art. Und ich bin irgendwie darauf gestoßen, weil manche Unterarten von Markdown Support dafür haben, dass man das einbetten kann irgendwie. Genau, und hat auch irgendwie so eine ordentliche Syntax dafür. Der einzige Nachteil, den man vielleicht daran finden kann, ist, dass es in Java geschrieben ist. Kann man das nacheinander? Ja, genau. Also Output von ASCII in... ASCII ist nicht DITAR-kompatibel, nein. Oh, schade. Ich habe es zumindest nicht aus... Nein, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Genau. Das war alles.